Cin cin. Ma questa scimmia. Il sole. E non ci vado più davanti. E non ci segui tu. Wir sind an der Westküste Sardiniens. Der Arbeitstag von Steven und seinem Onkel Giovanni del Rio beginnt um 5 Uhr morgens bei Dunkelheit. Wie jeden Tag fahren die beiden von Alghero aus hinaus auf das Meer, um Langusten zu fischen. Ich stamme aus einer Familie mit Fischertradition. Wir hatten immer Holzboote. Obwohl die Boote aus Glasfaser schon schneller und komfortabler sind. Unser Motto ist, wer langsam geht, kommt weit. Und damit sind wir zufrieden. Ein wenig Philosophie muss sein. Ich könnte keine andere Arbeit tun. Ich bin in der 7. Generation Fischer. Und wenn ich das hier mit einem Büro, einer Küche oder so etwas vergleichen müsste, würde ich nie tauschen. Ich verdiene lieber 1000-mal weniger, mache aber das, was mir gefällt. Kein Fisch beißt an. Mist. Wir sind auf Langusten spezialisiert. Es sieht schlecht aus, aber so ist das Meer nun mal. An einem Tag fängst du was, am anderen nichts. Das ist eine Languste. Ich befreie sie vorsichtig, weil ich sie nicht töten will. Sie aus dem Netz zu bekommen, ist eine Kunst. Die hat nicht die richtige Größe, die ist zu winzig. Wenn ich sie befreit habe, werfe ich sie zurück ins Wasser. Weil das Gesetz sagt, dass der Kopf 9 cm lang sein muss. Perché la legge, adesso ci arrivo, dice che deve essere 6 cm und 6 cm. 6 cm. Neptuno. Ach Neptun, gib uns doch gute Ware. Diese hier können wir nicht verkaufen. Der Wasserfloh war dran. Können wir aber selber essen. Wichtig ist, dass der gefangene Fisch groß genug ist. So ein Rochen ist ein willkommener Beifang. Den kann man auf dem Markt gut verkaufen. Ja gut, die sind schön. Der schmeckt gebacken am besten. Im Ofen mit Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch und Chili. Bringt 18 bis 20 Euro das Kilo. Die nächste Languste geht ins Netz. Ist sie groß genug? Bis in ein paar Jahren dann. Ciao. Für mich ist das Gesetz falsch. Es sollte nach Gewicht gehen. Langusten sind wie wir. Die eine ist größer und schlanker und die andere kleiner und dicker. Denke nur nicht, dass nur wir unterschiedlich sind. Vielleicht haben wir eine große erwischt. Vielleicht. 40 oder 30 rausgefischt und 27 wieder zurückgeworfen. 6,5. Ab ins Wasser. Hier kommen wir nicht wieder her. Wir haben es ausprobiert. Für den Rest des Jahres vergessen wir die Stelle. Neun Zentimeter, 2 oder 3. Wären es 8,9 gewesen, hätte ich sie auch wegwerfen müssen. Bei allem Frust, im Prinzip sind die beiden für die Beschränkungen. Nachhaltigkeit bedeutet ihnen viel. Steven wird wohl bald das Ruder von seinem Onkel übernehmen. Wenn er keine Lust mehr hat, schaue ich mich nach einem Fischer um. Dann find einen, der den Mund nicht aufmacht. Verstehst du? Wäre besser. Los, Steven, hol den Seeteufel da rein. Vieni, Steven, a prendere una gallinassa, vieni.
Ich befehle und er gehorcht. Klar respektiere ich meinen Onkel. Er bringt mir viel bei. Aber ich bin kein dummer Fischer, klar? Das ist die Angelrute. Der bleibt am Meeresboden sitzen und beißt zu, wenn ein Fisch vorbeischwimmt. So richtig will heute an Bord keine Stimmung aufkommen. Schwer zu sagen, ob die beiden mit dem Fang zufrieden sind oder nicht. Bei dieser Arbeit geht es nicht um Zufriedenheit. Wichtig ist, dass der Tag schön ist, die Sonne scheint und die Luft einem gut tut. Heute essen wir auf alle Fälle Fisch. Wir. Ihr, weiß ich nicht. Schau mal die Altstadt da. Der Glockenturm, sehr schön. Und das historische Zentrum mit den Stadtmauern. Wie tröstlich. Der Anblick seiner Heimatstadt Alghero kann Giovanni noch immer für die alltäglichen Enttäuschungen entschädigen. Ebenfalls an der Westküste Sardiniens liegt Bosa. Die jahrhundertealte Kleinstadt am Fluss Temo ist eine der schönsten Italiens. Ihre verwinkelte Altstadt wird von der Ruine des Castello Malaspina überragt. Bosa ist die Heimat von Pina Monne. Pina ist Muralistin. Sie fertigt Wandgemälde an. Überall in der Region, an den Fassaden der Häuser, findet man von ihr gefertigte Kunstwerke. Ihre so plastisch und lebendig erscheinenden Motive stammen aus dem Alltagsleben des ländlichen Sardiniens. Io ricordo sin da bambina che. Ich weiß noch, im Kindergarten wurde ich immer vom Lehrer ausgewählt, wenn große Plakate gemalt wurden. Ich verstand nicht, warum die anderen im Bett bleiben durften und ich arbeiten musste. Aber es gefiel mir. Es wurde immer mehr zur Leidenschaft. Eigentlich wollte ich die Kunstschule besuchen, aber meine Eltern waren dagegen, weil das Studium ihrer Meinung nach keine wirkliche Arbeitsperspektive bot. Secondo loro non mi avrebbe dato opportunità di lavoro. Io ho raffigurato Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, bekannt als der Held zweier Welten, habe ich gemalt, um den 150. Jahrestag der Einheit Italiens zu feiern. Die Wandmalerei ist für Pina tatsächlich zum Beruf geworden. In über 80 Dörfern rund um Bosa kann man ihre Bilder bewundern. Weit über 400 sind es bis heute. Im kleinen Dorf Tiesi hat die Witterung an einem ihrer Gemälde genagt. Es muss aufgefrischt werden. Bürgermeister Gianfranco Soletta hat sie damit beauftragt. Ciao, Pina. Ciao. Ciao, ti do una mano. Kann ich dir die Farben bringen? Bekleckere dich nicht. Tiesi ist ein Zentrum der Käseherstellung. Als die Gemeinde Pina damals bat, hier an der kleinen Piazza ein Wandgemälde entstehen zu lassen, entschloss sie sich, dies als Motiv zu wählen. Pina ist etwas mulmig zumute. Der Steiger auf dem LKW, der sie mit Farbe, Pinsel und Assistentin in luftige Höhen heben soll, schwankt bedenklich. Tatsächlich ist sie einmal in einer ähnlichen Situation verunglückt. Wenn man einmal abgestürzt ist, dann ist es beim nächsten Mal ein wenig traumatischer. Normalerweise arbeite ich vom Gerüst aus. Das heute ist eine Ausnahme. Es ist bequemer. Aber es macht auch Angst, es verunsichert ein bisschen, weil man die Instabilität des Fahrzeugs spürt. Diese Arbeit sollte man alle 5 Jahre durchführen. Ich frische die Farben auf, weil Witterung und Sonne ihre Spuren hinterlassen. Und die Vögel auf den Leitungen lassen ihren Kot drauf fallen. Nah an das Gesicht des Mannes. Nach rechts. Vai,
Weiter. Vai giù. Runter. Basta. Ich sah diese beiden Typen miteinander palavern. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe sie fotografiert und dann an der Wand porträtiert. Jeder Ort, jedes Land, das ich während meiner Arbeit kennenlerne, hat seine eigene Identität, seine Besonderheiten, die man nirgendwo sonst findet. Das ist ein nicht enden wollender Reichtum, eine unendliche Entdeckungsreise. Der Reichtum dieser sonnenverwöhnten Insel Sardinien ist zweifellos ihre Vielfalt und ihr ausgeprägter Charakter. Das türkisblaue Wasser und die herrlichen Strandbuchten gehören der kleinen Insel Asinara im Nordwesten Sardiniens. Der Zugang zu diesem Paradies ist streng reglementiert, denn Asinara ist ein Nationalpark. Die wilden grauen und weißen Esel sind das Wahrzeichen der Insel. Sie leben unter der Aufsicht von Tierärzten, die über ihre Gesundheit wachen. Um die Esel behandeln zu können, muss man sie einfangen. Dem Arzt Giovan Antonio Pilo ist das fast unangenehm. Wir sperren diese Tiere nur vorübergehend ein, bis sie wieder gesund sind. Dann lassen wir sie wieder frei, weil das der Philosophie des Nationalparks entspricht. Sonst wäre es kein Naturschutzgebiet, sondern ein Zoo. Die wilden Esel von Asinara sind eigentlich friedliche Tiere, außer in der Paarungszeit. Da kämpfen die Hengste gegeneinander und verletzen sich gegenseitig. Läsion ist immer ein Maschio. Die Verletzung stammt von einem anderen Hengst. Das sind Bisse. Er wurde im Kampf verletzt, wie man sieht. Dazu hat er alte Narben von früheren Kämpfen. Die Assistentin bringt gerade die Medikamente für die Behandlung. Wir versuchen, die Wunde ein wenig zu reinigen, bevor wir das Antibiotikum aufsprühen. Er wird täglich behandelt. Ganz offensichtlich mag er dieses Geräusch nicht. Jetzt haben wir erstmal ein Antibiotikum aufgesprüht. Das ist alles, was wir machen können, bis die Haut wieder richtig zugeheilt ist. Die Schwangerschaft einer Eselin dauert in etwa ein Jahr. So ist die Zeit der Paarung auch die Zeit der Geburten. Dr. Pilo macht sich heute zusammen mit dem Biologen Giovanni Careddu und dem Zoologen Giancarlo Antonelli auf die Suche nach Neugeborenen und ihren Müttern. Die Herden unterliegen einer ständigen medizinischen Kontrolle, weil das Gebiet, in dem sie grasen, sehr groß ist. Zurzeit sind wir täglich unterwegs, um die Eselinnen nach der Geburtenwelle genau zu untersuchen, ob es gesundheitliche Probleme in der Woche nach der Niederkunft gibt. Die Esel haben sich die Insel aufgeteilt. Die mit dem hellgrauen Fell leben im Norden, die weißen im Süden. Dazwischen gibt es eine gemischte Gruppe. Die Wissenschaft rätselt seit langem, warum es so viele Albino-Esel auf Asinara gibt. Eine These ist, dass die Inselsituation schuld daran war, dass die hier geborenen Albino-Esel eine eigene Rasse begründeten. Der Lebensraum der Tiere war so klein, dass eine starke Hybridisierung stattfand, eine Inzucht, die die Merkmale ihrer Rasse schließlich fixierte. Im medizinischen Sinn sind die weißen Esel wohl keine Albinos. Es handelt sich bei ihnen um leuzistische Esel, die durch eine Mutation weiß geboren werden. Der Tierarzt und seine Begleiter haben ein Neugeborenes gefunden. Dieses weibliche Tier ist etwa 2 Tage alt. Wie man sieht, hat sie bereits Vertrauen gefasst. Sie sucht nach mir.
Das Baby ist in einem guten Zustand. Der Saugreflex ist da, die Schleimhäute sind gut, auch die Mutter ist ziemlich ruhig. Das Tier hat auf alle Fälle einen großen genetischen Wert. Da diese Esel vom Aussterben bedroht sind, ist die Geburt einer Eselin ein sehr wichtiges Ereignis. Man muss bedenken, dass es hier im Nationalpark nur noch etwa 120 solcher Tiere gibt. Das ist das männliche Oberhaupt dieses Harems. Die Eselin wird in 7 Tagen wieder rossig sein und sich aufs Neue mit diesem Esel paaren. Und 12 Monate später wird hoffentlich ein neues Fohlen geboren, das den Fortbestand der Tierart ermöglicht. Er hält die Eselin ständig unter Kontrolle, bis ein stärkerer Hengst kommt, der sie ihm wegnimmt. Und der Kleine? Was ist, wenn es zum Kampf kommt? Eines der Risiken ist, dass der fremde Hengst das Fohlen tötet, um sich dann umgehend mit der Eselin zu paaren und so, vom Instinkt getrieben, seine eigenen Gene übertragen zu können. Diese Insel bietet ein Naturschauspiel, das nur diejenigen würdigen können, die es gesehen haben. Dies ist ein naturbelassener Lebensraum, wie es keinen anderen auf Sardinien und vielleicht sogar in ganz Italien gibt. Das liegt daran, dass die menschliche Besiedlung sehr begrenzt wurde. Die Insel gehört den Tieren. Und wenn es uns gelingt, diese Natürlichkeit zu bewahren, dann machen wir unsere Arbeit gut und können auf Erfolge hoffen. Ein wenig südlich und im Inland liegt die Region Montiferru. Schroffe Felsen ragen aus der Hochebene empor. In und um Senegay weiß man den natürlichen Reichtum dieser Gegend zu schätzen. Jeder, der hier wohnt, geht regelmäßig hinaus in die Macchia, um Kräuter oder wildes Gemüse zu suchen. Raimondo Usai ist einer von ihnen. Er ist mit der Zeit sogar ein echter Kräuterexperte geworden. Aus Begeisterung über die Ursprünglichkeit und den Reichtum dieser Region zog er vor Jahren hierher. Raimondo hat sich für heute mit Freunden verabredet. Komme! Los geht's, Mondo! Los, los! Alle soweit? Auf geht's! Der ungeduldige junge Mann am Steuer ist Ricardo. Er wird von Gabriella begleitet. Ricardo ist als Koch besonders an wilden Kräutern und Gemüse interessiert, denn die sind traditionell Bestandteil der sardischen Küche. Schon als kleiner Junge nahmen ihn die Eltern mit auf die Suche. Heute experimentiert Ricardo gerne mit allem, was die Macchia zu bieten hat. Raimondo dagegen stellt Liköre und Heilmittel her. Hier gibt es sehr viel. Man kann überall etwas finden. Das Schöne ist, dass wenn man wilde Kräuter wie den Feldsalat in der Küche verwendet, man die Pflanze so intensiv schmeckt. Man glaubt, einen Schatz in der Natur entdeckt zu haben. Die Biovielfalt dieser Landschaft ist wirklich erstaunlich. Alles, was in der Landwirtschaft angebaut wird, kann man auch hier finden. Nur in der viel aromatischeren Variante. Erinnert echt ein bisschen an Rucola. Stimmt, wie wilder Rucola. Hier der berühmte Katzengamander. Riech mal ran. Stark. Sehr intensiv. Man muss niesen. Ja, es kitzelt in der Nase. Dieses Heilkraut ist gut für die Bronchien, gegen Asthma. Sehr aromatisch. Auch gut gegen Erkältung. Mit Mondo zu gehen, ist immer eine Entdeckungsreise. Der ist ein wandelndes Lexikon. Ricardo möchte heute unbedingt wildes Gemüse finden. Am liebsten ein paar Stangen wilden Spargel. Die Spargelsaison ist fast zu Ende und die Gegend schon ganz abgegrast. Deshalb ist es nicht einfach. Alle gehen auf Suche. Aber es macht Spaß, wenn man die Zeit dazu hat. Es ist eine sehr schöne Sache.
Cosa molto bella. Riccardo kennt für alles, was man hier finden kann, ein Rezept. Wie bereitest du diesen Lauch zu? Ich würze gerne Soßen damit oder mache eine Wildlauchcreme daraus. Kurz im Wasser gedünstet und dann püriert, passt sie optimal zu Fleischgerichten. Wir haben ihn auch mal in Alufolie gegart. Einfach so. Wenn man unterwegs ist, hat man oft nichts anderes dabei. Öl und Salz dazu und dann mit dem Fleisch auf den Grill. Lecker. Macht etwas Mundgeruch, aber was soll's. Wer so direkt von der Natur lebt, lernt manches anders zu beurteilen. Fast alles hier kann für den Verzehr verwendet werden. Alles ist Bio, ohne dafür ein Label zu benötigen. Das hier ist sehr weich. Wer möchte probieren? Bitte. Um diese Zeit kriegt man Hunger. Das sind Produkte, die in Vergessenheit geraten oder wenig bekannt sind. Im Supermarkt gibt es ja immer das Gleiche. Man vergisst, dass es für Produkte eine Jahreszeit gibt. Vergisst ihre Vielfalt. Die Ausbeute der Freunde kann sich sehen lassen. Man hat jetzt so viel übers Essen geredet, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Wie geht's dem Magen? Leer. Meiner auch. Wir reden über Küchenrezepte, aber der Magen ist leer. Sehr leer. Der Hunger kommt. Mit dem Verzehr der Köstlichkeiten müssen sich die Freunde aber noch bis zum Abend gedulden. Raimondo wird sich inzwischen seiner anderen Leidenschaft widmen, dem Bau traditioneller sardischer Musikinstrumente. Denn damit verdient er sein Geld. Als Raimondo als junger Mann hierher kam, brachten ihm Schäfer bei, wie man mit einfachen Mitteln ein Blasinstrument baut. Ein Messer und ein Stück Rohrschilf genügen. So entstanden vor 3000 Jahren die ersten Launeddas. Sie gehören bis heute zum alltäglichen Leben Sardiniens. Die präzise gestimmten Launeddas, die Raimondo heute anfertigt, verkauft er meist an Profimusiker. Wer dieses Instrument auf dem Lande gebaut hat, hat meistens für sich allein gespielt. Es war egal, ob es perfekt gestimmt war. Dann kann man einfach das machen. Man steckt die Flöte in das Horn. Mal versuchen. Sie ist noch nicht perfekt gestimmt, deshalb nehme ich etwas Wachs. Damit ändert man die Tonalität des Rohrblattes. Auch bei den anderen Launeddas wird es dafür benutzt. Der Klang ist wesentlich kräftiger. Er wird in diesem Fall durch das Horn verstärkt. Raimondos Instrumentenraum ist eine wahre Schatzkammer, ein Museum. Traditionelle alte Instrumente stehen hier neben neu erdachten Varianten. Das ist eine Serraggia, die sardische Violine, das einzige Saiteninstrument, das wir in Sardinien haben. Die Gitarre brachten die Spanier hierher. Ich würde sagen, das Wah-Wah von Jimi Hendrix haben wir, die Sarden, erfunden, oder? Das hier habe ich erfunden, eine elektrische Serraggia. Sie ist mit zwei Sensoren, zwei Mikrofonen und vielen Spezialeffekten versehen. Die Serraggia mit ihrer Schweinsblase hat sich ein wenig verändert. Und das ist längst nicht alles. Der Dauerton klingt wie ein Dudelsack. Statt den Sack muss man die Wangen aufblasen. Das ist anstrengend.
Während Raimondo uns die Ohren klingen lässt, kommen Ricardo, Gabriella und die Küchenmannschaft in Santo Lussurgio an. Hier steht Gabriellas Taverne L'Antica di Mora del Grucione. Ihr Koch Ricardo legt besonderen Wert darauf, dass der natürliche Geschmack und das Aussehen der heimischen Produkte bewahrt werden. Solch ein schönes Grün wie bei diesem Fenchel muss man erhalten. Langes Kochen würde die Farbe völlig vernichten. Ich zähle mich zu den jungen Köchen, die sich stark an der traditionellen sardischen Küche orientieren, aber moderne Techniken verwenden. Mit großem Respekt vor dem natürlichen Produkt und seiner Präsentation auf dem Teller. Das ist, was ich gerne tue. Dieses Gericht ist mir sehr wichtig. Und natürlich ist es ein saisonales Produkt. Am Ende des Tages muss ich sagen, ich liebe wilde Produkte. Und ich liebe es, mit ihnen zu kochen. Langsam wird es Abend und der Betrieb in Küche und Gastraum nehmen zu. Raimondo kommt mit zwei Freunden, mit denen er vor dem Essen musizieren möchte. Die Flöte ist nicht zu überhören. Alles ist sehr gut gelaufen, alle sind zufrieden. Das Lächeln der Leute und all die Komplimente, wenn ich sie am Tisch begrüße, das ist der Dank und mein Lohn für all die Mühen. Und dann kann ich sagen, dass ich heute auch zufrieden bin. Eine Fahrt entlang der Westküste Sardiniens offenbart die ganze Schönheit der Insel. Von den weißen Stränden steigt man hinauf in eine hügelige Landschaft, die fast gänzlich unberührt an eine Welt erinnert, in der nur wenige Menschen mit Tieren und der Natur in Einklang leben. Neben den vielen Schafen grasen auch rote Rinder auf den Weiden von Narbolia und Montiferru. Sie leben das ganze Jahr über draußen in der Macchia und ernähren sich ausschließlich von deren Vegetation. Aus ihrer Milch wird ein spezieller Käse gemacht, der Casizolu. Der Bauer Giampaolo Mura züchtet solche roten Kühe, die mittlerweile vom Aussterben bedroht sind. Gemolken wird bei ihm noch mit der Hand, jeden Morgen 3 Stunden lang. Wenn das Kalb kommt, fließt die Milch ganz langsam in die Zitzen. Wir lassen es ein wenig saugen und binden es dann an, denn sonst würde ein so großes Kalb uns nicht melken lassen. Wir stellen Kuh und Kalb auf diese Art ruhig. Meinen Pfeifton kennen Sie. Den hören Sie den ganzen Tag. Dann bleiben Sie ruhig. Die Tiere mögen es, wenn man mit ihnen spricht. Am Morgen lassen wir eine Zitze für das Kalb und die anderen 3 melken wir. Abends trinkt das Kalb alles, wir melken nur morgens. Das Kalb braucht die Milch zum Wachsen. Wir melken überwiegend im Frühjahr, weil die Kälber nicht alle Milch schaffen. Manchmal kann das bei den kleinen Kälbern auch zu Verdauungsproblemen führen. Die Milch der roten Kühe ist sehr fett. Deshalb achtet Giampaolo darauf, dass die Kälber nicht zu viel trinken. Seinen Casizolo-Käse macht er nur im Frühjahr. Seit Generationen hat sich an der Herstellungsmethode nichts geändert. Das ist Giampaolo wichtig. Alles soll möglichst einfach und natürlich vonstatten gehen. Das ist selbstgemachte Seife.
Bevor wir Käse machen, benutzen wir sie immer. Mein Vater meint, sie sei nicht parfümiert. Sie reinigt, ohne Gerüche zu hinterlassen. Es kann losgehen. Als erstes macht Giampaolo Feuer unter dem Kessel. Die Milch darin muss konstant auf Temperatur gehalten werden. Das ist die Molke aus der Käsefermentation von gestern. Einfach gesagt ist sie ein natürliches Säuerungsmittel. Die Milch der normalen Kühe ist die Stallmilch. Die hier ist zu 100% natürlich. Sie fressen nur Gras. Wir machen das vor allem in dieser Jahreszeit, nicht das ganze Jahr über. Giampaolo achtet auf jedes Detail. Die Liebe und die Geduld, mit der er den Käse zubereitet, soll man später schmecken können. Von jetzt an eine halbe Stunde. Es dauert mindestens eine halbe Stunde. Und dann kommt die Verarbeitung. Jetzt lassen wir die Kühe raus. Es ist inzwischen 9 Uhr morgens. In der Stadt fangen sie gerade an zu arbeiten. Giampaolo ist schon seit 3:30 auf den Beinen. Für ihn ist das selbstverständlich. Die Natur diktiert seinen Lebensrhythmus. Dies ist eine hügelige Weide, deren Kräuter dem Käse eine unverwechselbare Note verleihen. Der Käsegeschmack ändert sich je nach Weide. Die Küsten von Narbolia sind bekannt für ihren guten Käse. Die Nähe zum Meer und die Luft. Und die Weiden haben einen reichhaltigen Boden. Die Farm weiterzuführen, von ihr leben zu können, das macht mich zufrieden. Sonst wäre ich Hirte geworden. Auf Sardinien gibt es ja entweder Kühe oder Schafe. Natürlich ist das kein einfaches Leben. Es fordert seine Opfer. Sieht gut aus. Jetzt muss er gebrochen werden. Nicht sehr fein, wie ein Maiskorn. Wenn er zu fein wird, könnte er ausdörren. Jetzt muss der Käse, der auf den Boden des Kessels gesunken ist, von der Molke befreit werden. Die hat schon Abnehmer. Die Molke bekommen die Schweine. Sie trinken sie, wenn sie noch warm ist, ohne Säure. Das mögen sie sehr. Von nun an braucht Giampaolo Unterstützung. Der Käse muss, so wie er sich im Kessel gebildet hat, in einem Leinensack gesammelt werden. Man macht ihn überall auf Sardinien, nicht auf der ganzen Insel, in einigen Gebieten. Aber die Methode von Santo Lussurgio ist einzigartig. Giampaolos Methode, den Casizzolo herzustellen, gleicht dieser speziellen Art. Der neue Käse ist längst noch nicht fertig. Er muss jetzt für einige Stunden fermentieren. Ich lege Wert darauf, gesunde Sachen zu essen. Zu wissen, was man nach Hause bringt. Bei Giampaolo ist alles rein und natürlich. Einen Stempel dafür braucht er nicht. Die Zeit der Fermentierung nutzt er, um den Käse nach Hause zu fahren. Wir sind nicht als Biofarm angemeldet. Waren wir mal, muss ich zugeben, mit Papa in den 90er Jahren. Aber es war nicht so, dass wir unser Biofleisch oder die Bioprodukte besser verkauft haben. Obwohl wir eine Biofarm waren, änderte sich nichts. Meine Frau wartet. Sie will mit dem Käsemachen anfangen. Giampaolo wohnt mit seiner Familie in besagtem Santo Lussurgio, einem kleinen Bauern- und Hirtendorf im Herzen des Montiferru. Anders als ihr Mann stammt seine Frau Barbara nicht aus einer Bauernfamilie,
Aber das spielt keine Rolle mehr. Heute kann sich Barbara durchaus Käseexpertin nennen. Ihre Mitarbeit ist für Giampaolo unverzichtbar. Erfahrung und Fingerspitzengefühl sind die wichtigsten Attribute, die man bei der Käseherstellung mitbringen muss. So geht es weiter. Der Käse muss sich so entwickeln, dass man den Casizzolo formen kann. So wird er ein bisschen weicher. Ich kam ins Haus, um mit anzupacken, wo es nötig war. So habe ich gelernt. Die Arbeit hat mir gefallen. Deshalb habe ich Giampaolo auch weitergeholfen. Das ist er. So hätte ich ihn gern immer. Das Stück, das Giampaolo abschneidet, könnte schon jetzt gegessen werden. Es schmeckt fast wie Mozzarella, nur ist seine Konsistenz etwas fester. Die beiden arbeiten bis 10 Uhr abends. Wir tun es, weil wir daran gewöhnt sind und weil mir die Käserei immer gefallen hat. Wenn wir unsere Arbeitsstunden zählen und dem, was wir verdienen, gegenüberstellen, dann bleibt fast nichts übrig. Es ist einfach so, dass diese Farm uns anvertraut wurde und wir sie weiterführen wollen. Wir sind gewohnt, so zu leben. Und arbeiten fällt uns nicht schwer. Die Menschen hier an der Westküste Sardiniens sind so wie die Landschaft, in der sie leben. Ursprünglich, unverfälscht und in sich ruhend. Selbst in Cagliari, der im Süden gelegenen Hauptstadt der Insel, kann man diese Gelassenheit noch spüren. Ein prominenter Bürger der Stadt ist der Modedesigner Luciano Bonino. Signor Bonino gehört heute zur Haute Couture Italiens. Die Falten der Gegenwart heißt seine bekannteste Kollektion, in der er sardische Trachten in einer modernen Interpretation vorstellt. Natürlich haben die Roben ihren Preis. Es kostet so viel wie ein exklusives Abendkleid. Das sind Einzelstücke, deshalb sind sie auch teurer. Der Stoff ist exquisit und maßgeschneidert, wie bei einem Haute Couture-Kleid. Man muss wissen, wie viele Stunden Arbeit darin stecken, wie wertvoll der Stoff ist. Und dann noch die Kreation an sich. Also rechnen wir das lieber nicht zusammen. Für die, die es noch nicht verstanden haben, dieses Durcheinandergeläute bedeutet Mittag. Seit wir eine Petition eingereicht haben, läuten sie nachts nicht mehr. Das führte wirklich ins Delirium. Es endet um Mitternacht und beginnt um 7 Uhr früh. Diese Kollektion war zunächst auf der Expo 92 in Sevilla und dann in der ganzen Welt. Zuletzt war sie im Palazzo Pitti in einer großen Ausstellung, in der traditionelle sardische Kleider in der Interpretation von sardischen Designern gezeigt wurden. Von mir, Maras, Betterelli und Ficus. Das hier ist ein traditionelles Leibchen. Diese Jacke wurde von Maras für Kenzo entworfen. Man sieht die Geometrie. Das alles hat mich beim Entwurf dieses Overshoulder inspiriert. Schauen Sie sich diesen Schlitz an, diesen Ärmelansatz. Wenn man die Ärmel vom unteren Teil trennt, entsteht etwas ganz Neues. Hier sehen Sie, wie etwas Modernes entsteht, dieses Overshoulder mit dem Top darunter. Ich habe das in allen möglichen Varianten, in Orange oder in Lila, für die, die das Ensemble in einer anderen Farbe haben wollen. Das ist Mode von heute. Je einfacher ich sie gestalte, desto mehr verliert sie das Folkloristische. Denn das fürchte ich am meisten. Es gibt Stücke, bei denen man nicht sieht, wo die Folklore endet und die Mode beginnt. Da wird es sehr schwierig.
Sammler zu werden ist eine Berufskrankheit. Das hier ist mein kostbarstes Teil vom Ende des 18. Jahrhunderts. Die Damen damals haben leiden müssen, denn dieser Spieß aus gewundenem Eisen hielt alles zusammen. Als ich diese wunderschöne Statue sah, hatte ich einen Geistesblitz. Wenn man dieses Plissé-Kleid bewegt, dann reagiert der Faltenwurf genauso, nicht wahr? Das Ganze biegt sich und dieser geometrische Effekt entsteht. Wir rechnen für 10 cm Plissé fast einen Meter Stoff. Dieser Rock verbraucht 6 Meter. So ist alles gefaltet. Aber wenn wir den Faltenwurf öffnen, sehen wir all das hier. Diese Tracht hat verschiedene Elemente. Die Schürze stammt aus Orgosolo, der Rock aus Selargios. Das Kostbare an der traditionellen sardischen Tracht ist die üppige Stickerei, an der man sie in der ganzen Welt erkennt, weil sie so dekorativ ist. Das hier ist eine sehr stilisierte Stickerei. Der 1. Mai ist der Tag, den Luciano Bonino am meisten liebt. Denn dann wird in Cagliari gefeiert. Das ist eines der wichtigsten Trachtenfeste, weil es die Idee einer gemeinsamen Erinnerung ganz Sardiniens am Leben hält. Letztlich ist es auch eine Show geworden. Ich war schon als Kind dabei. Mir gefällt, dass die Leute aus ganz Sardinien zusammenkommen, was anthropologisch sehr interessant ist. Das betrifft auch ihre Kleidung. Sehr oft wird übersehen, dass auch eine Körperhaltung, eine Schleife, ein Schmuckstück häufig eine große anthropologische und spirituelle Bedeutung haben, die die Menschen begleitet. Die Bedeutung des Festivals steht und fällt mit dem Wert des Heiligen, je nachdem, wie viele Wunder er vollbracht hat. Dass die Prozession direkt unter Signor Boninos Balkon vorbeizieht, ist natürlich eine glückliche Fügung. Der Couturier hat deshalb Freunde zu sich eingeladen. Sant Efisio heißt der Heilige, der hier seit 350 Jahren verehrt wird. Er soll die Stadt einst von der Pest befreit haben. Diese Figuren sind sehr wichtig, weil sie im religiösen Verständnis häufig heilige Krieger sind, die die Menschen von etwas befreit haben. Der wundersame Sieg über die Pest ist lange her, aber er ist in Erinnerung geblieben.